Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch 10 Marken, die es in den USA nicht gibt. Es ist schon lustig, wenn man umzieht, wenn man auswandert in ein anderes Land. Auf einmal merkt man, manche Marken gibt es gar nicht. Und dann lernt man auch daraus, dass eigentlich Marken sowas alles Blödsinn ist, was man für Marken trägt. Wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass ich älter geworden bin und dass es mich einfach nicht mehr so sehr interessiert. Aber es ist mir eben frisch nach meiner Auswanderung passiert, dass ich gedacht habe, Mensch, also so Marken, wo ich gewohnt war, in Deutschland die zu kaufen, gibt's hier gar nicht und interessiert sich keiner dafür, dass es eigentlich wirklich völlig unwichtig ist. Und da fangen wir gleich mal an mit Nummer 1, Esprit. Esprit war so eine Marke, so eine typische Marke, die ich und meine Freundinnen damals in Deutschland auf jeden Fall immer gekauft haben. Und nach wie vor in Deutschland scheint es Esprit auch gut zu gehen. Gegründet wurde Esprit in San Francisco. Hört sich doch eigentlich eher so französisch an. Und seit 1976 gibt es Esprit auch in Deutschland. Aber seit 2013 gibt es Esprit nicht mehr in den USA. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, als wir frisch ausgewandert sind, da gab es in unserer Outlet Mall ein Esprit und da ist auch wirklich keiner reingegangen, es hat keinen interessiert. Also meiner Meinung nach liegt es daran, dass tatsächlich der Fashion-Geschmack in Deutschland ein bisschen anders ist und Esprit, würde ich sagen, ist eher so für jüngere Leute in ihren 20ern, vielleicht auch 30ern, sportlich, würde ich sagen, und relativ simpel. Ist jetzt preislich nicht super teuer, aber auch nicht super billig. Dafür, dass die Klamotten hauptwiegend in Asien hergestellt werden, und zwar in China und Bangladesch, halte ich es doch für fragwürdig, wie teuer die Mode von Esprit ist. Nummer 2, Manhattan Cosmetics. Trotz des amerikanisch anmutenden Namens hat es überhaupt nichts mit Manhattan zu tun und es gibt diese Marke überhaupt nicht in den USA. Dr. Scheller hat Manhattan Cosmetics 1964 gegründet. Er besitzt auch viele günstige Zahnpasta-Sorten, sowas wie Duodont oder auch von Aldi Süd die Frisco-Dent oder von Netto die Netto-Dent. Ja, also Manhattan Cosmetics hat überhaupt nichts mit Amerika zu tun und ist eine deutsche Kosmetikfirma. Ja, ich habe früher ganz gerne immer die Nagellacke gekauft von Manhattan, waren auch immer günstig und gut. Nummer 3, das hat mir am Anfang auch gefehlt und zwar war ich damals ziemlicher Fan, also vor 14 Jahren, von Jette Job. Anscheinend heißt inzwischen die Firma nur noch Jette, aber ich habe ihren Schmuck immer sehr gerne gemocht und war auch immer gute Qualität und jetzt nicht mega teuer und sehr hübsch. Kennt hier kein Schwein, ist hier nicht erhältlich. Und ihr Vater, Wolfgang Job, der hat es ja geschafft, in den 80er, 90er Jahren Mode zu verkaufen als Modedesigner unter dem Label Job mit dem Ausrufezeichen. Und auch das ist inzwischen hier nicht mehr erhältlich. Was weiterhin erhältlich ist, ist sein Parfüm. An das kann ich mich selber auch noch erinnern. Das war in den 90er Jahren der Hit, obwohl es eigentlich ganz schön intensiv, ein bisschen zu süß und ein bisschen zu schwer riecht. Aber ich kann mich erinnern, Corey hat es damals auch gehabt, diese lilane Flasche Job. Aber er hat selber damit nichts mehr zu tun. Das wurde vor vielen Jahren schon von Coty, der amerikanischen Firma, aufgekauft. Also er macht daran kein Geld mehr. Leider hat Jette es nicht nach Amerika geschafft. Nummer 4, die Kosmetikfirma Max Factor oder Max Factor, je nachdem wie ihr das aussprecht, gibt es in den USA nicht. Nicht mehr, sollte ich sagen. Gegründet wurde Max Factor 1909 bei Maximilian Faktorowicz, einem polnischen Einwanderer. Max Factor war sehr erfolgreich in den USA für viele Jahrzehnte. Aber im Jahr 2010 hat dann Procter & Gamble sich entschieden, Max Factor oder Max Factor nicht mehr in den USA anzubieten.
weiterhin erhältlich in vielen Ländern, darunter Deutschland und auch England, aber seit 2010 existiert es nicht mehr in den USA. Die gleiche Firma Procter & Gamble besitzt CoverGirl. Und wenn man sich die Verpackung anschaut von dem Make-up, dann sieht es manchmal so aus, als könnten das vielleicht die gleichen Produkte sein, die also hier unter dem Label CoverGirl verkauft werden. Nummer 5, eine andere Fashion-Firma, zu der ich auch damals gegriffen habe, war S. Oliver. Keiner weiß so wirklich, wo kommt das eigentlich her. Ich habe damals vermutet, das ist vielleicht französisch, so ähnlich wie ja auch Esprit sich sehr französisch anhört, aber in Amerika gegründet wurde. S. Oliver ist aber eine richtig deutsche Firma, 1969 in Rottendorf gegründet. Und damals hieß die Firma noch Sir Oliver. Und da gab es dann aber einen Streit mit irgendeinem Parfüm namens Sir. Und dann haben die einen Rechtsstreit gehabt und dann wurde sich darauf geeinigt, dass also Sir Oliver seinen Namen verändert zu S. Oliver. Und übrigens war das inspiriert bei Oliver Twist. Zwar gibt es S. Oliver in 20 verschiedenen Ländern, die USA ist jedoch keines davon. Nummer 6, Art Deco. Art Deco war auch schon immer eine Kosmetikfirma, die ich in Deutschland gemocht habe. Bei Douglas gab es das immer. Die hatten immer schönes Make-up und solche Sachen. In den USA, völlig unbekannt, kennt es keiner. Es ist eine deutsche Firma, die 1985 bei München gegründet wurde. Art Deco soll angeblich in 78 Ländern angeboten werden, darunter auch Kanada und England. Aber die USA zählt nicht darunter. Nummer 7, Benetton. Benetton wurde 1965 in Italien gegründet. Und wenn ihr so alt seid wie ich, dann könnt ihr euch bestimmt noch an schockierende Werbung erinnern. In den 80er und 90er Jahren war Benetton wirklich bekannt dafür, immer irgendwelche Tabuthemen zu nehmen. Und das Werbeplakat hatte immer recht wenig mit Mode zu tun. Und Benetton gab es auch in den USA seit den 80er Jahren. Aber seit dem Jahr 2017 hat sich Benetton aus den USA zurückgezogen und es ist zwar weiter erhältlich online, es gibt zum heutigen Tag also in den USA kein einziges Benetton-Geschäft. Nummer 8. Letztes Jahr war meine Freundin Antje zu Besuch und sie hat mir ein paar deutsche Frauenzeitschriften gegeben und da entdecke ich eine Werbung für Nagellack und die Firma nannte sich Annie Los Angeles Miami New York. Und da musste ich irgendwie lachen, weil das hört sich doch so an, als wäre das eine amerikanische Nagellackfirma. Ist aber eine deutsche Firma, kein Mensch kennt das hier. Und so wie es eben auf deren eigenen Seite angegeben wird, sie lassen sich einfach inspirieren von diesen amerikanischen Städten. Ja, ganze Kollektionen haben Namen, amerikanische Städtenamen und solche Dinge. Der Besitzer dieser Marke ist übrigens auch der gleiche, der Art Deco besitzt. Und ich denke, das hat er schon mit Absicht gemacht, dass es sich so ein bisschen amerikanisch anhört. Nummer 9, Marco Polo. Marco Polo wurde 1967 in Stockholm gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Deutschland. Marco Polo ist erhältlich in 30 verschiedenen Ländern. Die USA zählt nicht darunter. Dazu fällt mir auch ein, dass es wirklich ein lustiges Spiel gibt in den USA, Marco Polo. Ich kannte es vorher in Deutschland nicht. Sagt mir Bescheid, falls ihr das Spiel kennt. Aber mir ist es eben in Florida immer aufgefallen, die Kinder spielen das gerne im Pool. Und was da passiert ist folgendes. Ein Kind hat geschlossene Augen, alle anderen Kinder, die Augen sind offen. Man ist also im Pool. Und das Kind mit den geschlossenen Augen, das ruft dann Marco. Und die ganzen anderen Kinder, die müssen alle rufen Polo. Und das soll halt dazu dienen, dass die Person mit den geschlossenen Augen die anderen Kinder findet, zumindest ein Kind, damit eben der nächste dran ist. Also das hört man ganz häufig in amerikanischen Pools, dieses Spiel Marco Polo. Ja, also Marco Polo ist hier nicht als Fashion-Label bekannt, sondern als Spiel. Und Nummer 10, George, Gina und Lucy. 2012 war das letzte Mal, dass wir alle zusammen in Deutschland waren. Und alle meine Freundinnen hatten irgendwie eine Handtasche von George, Gina und Lucy. Und die waren ganz
empört, dass ich diese Marke überhaupt nicht kannte. Mir sagte das überhaupt gar nichts. Ich fand die auch ehrlich gesagt hässlich, aber das ist ja Geschmackssache. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber der Name, der hört sich doch irgendwie so an, als wäre es amerikanisch, weil alle Namen sind doch amerikanisch. George, Gina und Lucy? Es ist aber weder eine Firma aus Amerika noch Paris, sondern diese Marke wurde gegründet in Hessen im Jahr 2006. Ja, im hessischen Nest Langen-Selbold wurde sich das ausgedacht, und zwar... Eines dieser Gründer hatte damals schon 10 Boutiquen und der wusste genau, wo man produziert und auch wie man Gerüchte in die Welt setzt, um eine Marke interessant erscheinen zu lassen. Und das hat er anscheinend sehr, sehr schlau gemacht. Und da kursierten Gerüchte, was also auch nochmal die Tasche sehr interessant gemacht hat, wie zum Beispiel angeblich US-Häftlinge würden diese Taschen nähen. In Wirklichkeit werden diese Taschen in China produziert. Oder auch Gerüchte, dass Dieter Bohlen irgendwas damit zu tun hat. Was ich richtig dämlich finde, ist die Erklärung für diesen Markennamen. Warum heißt es so? Das liest sich wie folgt. Nicole Baileys Großtante Lucy soll sich in Los Angeles in George verliebt haben. Also wie blöd ist das denn? Also sorry, aber ich finde es wirklich ein bisschen... dämlich. Ich möchte euch jetzt nicht auf den Schlips treten, falls es eine Marke ist, die ihr irgendwie toll findet oder so. Bitte dann streicht das alles aus eurem Gedächtnis, aber für mich zeigt es einfach nochmal, Marken sind einfach mal Schwachsinn. Man sollte sich nicht auf Marken konzentrieren, sondern einfach nur Kleidung, die einen warm hält und ja, von mir aus auch schick ist oder so, aber es ist egal, welche Marke das ist. Und ich meine, come on, das sind ein paar Nylon-Handtaschen aus China mit einem völlig ausgedachten Markennamen. Also da steckt einfach nur eine Markenstrategie dahinter. George, Gina und Lucy gab es auch mal kurzzeitig in den USA, hatte aber anscheinend keinen Erfolg, so um 2008. Keiner wollte es wirklich haben und seitdem ist es in den USA auch nicht mehr erhältlich. Das waren meine 10 Marken, die es in den USA nicht gibt. Kennt ihr auch noch irgendeine Marke? Dann lasst es mich unten wissen in den Kommentaren. Ansonsten war es das für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund und munter. Tschüss, eure Sissi.